bin ich wieder zurück aus Bali, leicht gebräunt. Ja, ich wurde jetzt mal richtig braun, ich habe mich echt gefreut. Ja, leben wir gar nicht lange rum. Ich möchte euch die Sachen zeigen, die ich in Bali geshoppt habe. Es war jetzt nicht so mega viel, also Bali ist nicht unbedingt das Shopping-Paradies, finde ich. Da war auch der Fokus auf andere Sachen natürlich gelegt. Aber ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wir greifen einfach mal mit rein. Wir fangen mit dem einzigen Klamottenteil an, was ich mir mitgenommen habe. Und zwar ein super süßes Kleidchen. Und zwar, Leute, das sieht so aus, seht ihr das? Das ist so niedlich in so einem schönen Graublau. Und hat hier so pink-weiße Applikationen. Und der Rücken ist halt mega schön. Und zwar, der hat hier hinten nämlich ein Bändchen, was man dann zuziehen kann. Und hat einen sehr weiten Rückenausschnitt mit lauter so kleinen Zotteln dran. Mega süß. Das habe ich mitgenommen. Das habe ich mir direkt in Bali gekauft. Und zwar da, wo unser Strandhotel war, in Candidasa. Genau, das war das erste Teilchen. Dann habe ich mir so eine Kaffee mitgenommen. Und zwar Luwak. Das ist diese Katze. Das ist der Pupu-Kaffee. Ihr wisst schon, die Katze frisst es, kackt es aus und dann ist es der Kaffee. Und Leute, den habe ich in Bali schon getrunken und der schmeckt mega lecker. Und es sind so einzelne Päckchen drinnen und da habe ich mir gedacht, zum Verschenken wäre das mal ein ganz cooles Highlight. Und auch für mich selber habe ich noch was mitgenommen. Genau, habe ich hier so eine Packung mitgenommen. Dann hat mein Bruder Geburtstag gehabt und ich dachte mir, ich kombiniere das, nehme ihm ein paar Teile aus Bali mit. Ich hoffe, er schaut das Video nicht, das sollte ich ihm vielleicht dazu sagen. Und zwar als erstes habe ich diese schöne Karte mitgenommen. Ich fand die so, so schön. Und genau, die habe ich mitgenommen für ihn. Dann habe ich solche coolen Bambus-Strohhalme mitgenommen. Ich dachte mir, das könnte ihm auch ganz gut gefallen. Dann habe ich hier, oh, das habe ich schon zugeklebt. Können wir jetzt aber auch machen, weil ich das nochmal schön verpacken möchte. Sorry, es ist ein bisschen laut. Genau, und zwar habe ich hier so eine schöne Schüssel mitgenommen. Da kann man das alles so schön reinstellen, dachte ich. Dann habe ich eben so Armkettchen mitgenommen. Die fand ich auch ganz nice. Und eine Schildkröte. Ich fand die so, so, so schön. Genau, also das ist das Geschenk für meinen Bruder. Ich glaube, da kommen noch mehr Sachen raus. Genau, dann so ein kleines Verarsche-Geschenk habe ich noch mitgenommen. Mega scharfe Nudeln. Also das ist wirklich mega scharf. 3 von 3 wahrscheinlich. Level 3, Hot Fire. Keine Ahnung, so als Gaudi-Geschenk. Dachte ich mir, packe ich das dazu. Dann habe ich als Geschenke so Schlüsselanhänger noch mitgenommen. Da werde ich einige davon verschenken. Und ich glaube, mein Bruder, dem werde ich auch noch eins mit dazu packen. Dann habe ich mir eine scharfe Soße mitgenommen und zwar diese hier, 3 von 5, genau, also die hat uns super gut geschmeckt, die haben wir dort probiert und ja, deswegen musste da eine kleine Packung mit. Dann habe ich mir das noch mitgenommen, ich glaube, die habe ich mir in Singapur im 7-Eleven mitgenommen und zwar so Crepe-Gummibärchen, ja. Ich hatte noch Singapur-Dollar übrig und dann dachte ich mir, ja, nehme ich mir die noch mit. Habe ich halt noch verscherbelt. Dann habe ich dort einen Reiseführer bekommen von unserer Rundreise, von Go Vacation. Also darüber war unsere Rundreise gebucht und da haben wir halt so einen Reiseführer bekommen und genau, den habe ich mir auch aufgehoben. Ebenfalls auf der Rundreise habe ich diese süße Tasche bekommen und zwar diese I Love Bali Tasche. Genau, die fand ich auch super süß und genau, die behalte ich für mich. Dann habe ich mir einen Schlüsselanhänger mitgenommen. Also ich hatte dort ein Affenerlebnis. Ich wollte einen Affe beißen und deswegen fand ich den so cool. Also ich liebe ja Kaffee, seitdem ich jetzt operiert wurde. Und da drinnen ist ein Affe. Und deswegen muss ich mir diesen Schlüsselanhänger noch in Den Passau am Flughafen einfach mitnehmen, weil ich den so geil fand und der einfach so perfekt zu mir passt. Dann habe ich mir noch solche Candies mitgenommen, Plum Candy. Also ich liebe so alles, was mit Pflaume zu tun hat. Und ja, die habe ich mir gedacht, die nehme ich mir mal mit für meine Handtasche oder für die Arbeit. Ich weiß noch nicht, so Traubenzucker kann man immer mal gebrauchen. Genau, dann habe ich hier noch lauter Sachen. Das ist nicht so spannend. Die habe ich mir wie immer im Hotel mitgenommen. Hier waren wir im Handara. Das war so ein Golfhotel. Das war unser erstes Hotel. Und ja, da gibt es noch so Zahnbürsten und so Nähsachen. Und ja, das nehme ich immer ganz gerne mit. Und wenn ich dann auf eine Kurzreise gehe, verwende ich das wieder. Genau. Dann Blöcke gab es auch hier vom Candy Beach. Das war unser Strandhotel. Da wieder Zahnbürste, Zahnbürste. Hier wieder Block und Stift. Ja, das nehme ich mal alles mit. Das erinnert mich dran und da freue ich mich dann drüber. Hier noch vom Janata einen Block. Der ist richtig schön. Ja. Was haben wir hier noch? Nähsachen, Nähsachen, genau. Und dann Tees gab es auch.
Da habe ich mir hier mal so einen Kamilletee mitgenommen. Mein Zahnfleisch war etwas entzündet und deswegen habe ich mir das mitgenommen. Hier nochmal mehr Zahnbürsten. Dann habe ich mir hier Paracetamol mitgenommen. Habe ich für Notfall mitgenommen. Die war dort recht günstig, deswegen ja. Mussten die mit. Hier nochmal Paracetamol. Ja, dachte ich mir für Notfall, wenn jetzt auf dem Rückflug was ist, habe ich was dabei. Nicht, dass ich Migräne bekomme. Dann hier noch ein anderer Tee. Ginger and Honey. Genau, ich nehme immer gerne so einheimische Teesorten auch mal mit. Dann habe ich für meine Mama noch ein Geschenk und zwar das Plum Ginger habe ich hier mitgebracht. Also wie gesagt, so wirkliches Geschenkeparadies war dort nicht. Aber ja, das habe ich der Mami mitgenommen. Dann ebenfalls von der Rundreise bekommen haben wir hier so Frangipani-Blüten für die Haare. Ja, die habe ich auch noch bekommen, habe ich mich drüber gefreut. Ich liebe ja Frangipani. Dann, was habe ich noch mitgenommen? Hier nochmal ein Kamillentee. Ja, dann habe ich noch mehr Tee mitgenommen. Hier nochmal so Sewing Kits, Kit und Sanitary Bags. Ach, lauter Zeug. English Breakfast Tee. Ja, ich habe ganz schön viel in den Hotels mitgenommen. Fällt mir gerade auf. Dann ebenfalls in Singapur im Flughafen habe ich mir das noch mitgenommen für meinen restlichen Singapur-Dollar. Und zwar, das sind solche Stäbchen, die fand ich ganz interessant, in White Cookie. Im Aufgebraucht-Video hört ihr natürlich dann mehr drüber, wie ich die Sachen gefunden habe. Genau, was ich noch dazu sagen wollte, apropos Aufgebraucht-Video, habe ich dieses Mal nicht, also ich habe nicht für euch gesammelt, weil ich ja die Rundreise hatte und hätte ich die Sachen immer mitschleppen müssen. Ich mache dieses Mal einen Instagram-Post, wo ich euch alles dazu hinschreibe und dokumentiere, mal anders. Genau, folgt mir auf Instagram. Am Ende seht ihr meinen Instagram-Account, aber ist der gleiche Name wie hier. Genau, wollte ich noch kurz erwähnen. Dann haben wir auf der Rundreise eine Wasserflasche bekommen, die wir dann immer wieder auffüllen hätten können. Genau, die haben wir auch bekommen. Dann habe ich mir noch das mitgenommen und zwar ein Kokosnussöl für die Haare oder für den Körper. Genau, das habe ich mir mitgenommen. Dann noch ein Block hier. Ich weiß gar nicht, wo ist hier von hinten, keine Ahnung, noch ein Block. Dann habe ich mir ein Parfüm mitgenommen und zwar dieses hier in Peach Blossom and Lily of the Valley. Ja, habe ich auch schon ausprobiert, riecht richtig intensiv nach Pfirsich, also das riecht richtig gut, habe ich mich drüber gefreut und es wandert jetzt zu meinen restlichen Parfüms. Dann geht es hier weiter mit noch mehr Hotelzeug, was ich mitgenommen habe. Aha. Dann habe ich noch ein Geschenk mitgenommen für meinen Freund. Und zwar, der bekommt ein Massageöl, dann diese Holzfigur. Also in Bali wird sehr viel geschnitzt, deswegen für meinen Bruder die süße Turtle und für meinen Freund das hier. Genau, das habe ich mitgenommen für ihn. Dann habe ich noch eine Turtle mitgenommen aus Muschel. Das ist so ein Schlüsselanhänger, fand ich auch mega süß. Deswegen habe ich ihm das noch mitgenommen. Und was habe ich noch für meinen Freund? Ich glaube, das war's. Das waren nur ein paar so Kleinigkeiten, also nichts Besonderes. Genau, dann habe ich mir hier noch ein Body Mist mitgenommen. In der Duftrichtung Fantasy, habe ich auch schon dran gerochen. Riecht mega gut, so ganz frisch. Hat mir auch ziemlich gut gefallen. Dann habe ich mir hier noch ein Haaröl mitgenommen, Kokosnuss. Fand ich auch ganz spannend und es war auch nicht so teuer. Deswegen musste auch das mit für meine Haare. Im Moment bin ich ja noch blond, aber Leute, ich habe mir heute Haarfarbe gekauft. Das zeige ich euch dann, welche Farbe als nächstes kommt. Weil mit dem Blond bin ich irgendwie gar nicht zufrieden. Irgendwie, keine Ahnung, ich mag es nicht so gerne. Ich bin einfach nicht mehr blond, auch wenn ich naturblond bin. Aber die Haare gefallen mir nicht so. Genau, und dann kommen wir zu den letzten zwei, drei Teilchen. Einen Bleistift habe ich noch mitgehen lassen vom Hotel. Und hier habe ich noch Goodies mir mitgenommen. Und zwar das hier. Barbecue Ballado. Soll nach Barbecue irgendwie schmecken. Und das sind so coole Teilchen gewesen. Genau. Die habe ich mir eigentlich so einen Flug sicherheitshalber mal noch mitgenommen. Habe ich aber dann nicht essen brauchen, weil ich keinen Hunger hatte. Und ja, genau, das habe ich jetzt noch übrig. Und jetzt kommen wir zum coolsten Teil, Leute. Zum allercoolsten Teil wirklich. Ich habe mir am Flughafen noch eine Tasche gekauft. Und zwar diese hier, Leute, ist die nicht geil? Ich finde die so geil. Also ich habe die ganze Zeit eigentlich nach Taschen geguckt und mir hat irgendwie keine gefallen. Und am Flughafen, der hat nur 12 Euro gekostet, dann dachte ich mir, hey, also wäre wahrscheinlich in Bali viel günstiger gewesen. Aber ich dachte mir, hey, scheiß drauf, die nimmst du dir mit. Ihr wisst ja, ich liebe so Cognac-Braun. Und ja, die ist so schön. Die ist wirklich schön. Ist jetzt keine Riesentasche.
Hat jetzt hier auch nur einen Verschluss, und zwar hier vorne macht man den Knopf hier mit diesem Bändchen zu. Und es hat jetzt auch kein Innenfutter oder so, aber ich fand die wirklich, wirklich schön. Sagt mir mal, was sagt ihr zu der Tasche? Findet ihr die auch so geil wie ich? Ja, ich habe sie total gefeiert und ich bin sehr froh, dass ich sie mir jetzt dann doch noch mitgenommen habe. Ja, das war es jetzt von meinem Bali-Haul gewesen. Also wie gesagt, es war jetzt kein riesen, mega, riesen Shopping-Haul. Bali war einfach das Land anschauen, das war uns wichtiger. Und ja, das war es gewesen. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und der Bali-Vlog, der kommt natürlich noch. Ich würde es aufteilen in einen Teil über Singapur und über einen Teil in Bali, denke ich. Muss mal gucken, wie ich es aufteile. Genau, da könnt ihr euch drauf freuen. Und ich glaube, ich werde euch auch gleich noch ein Video abdrehen. Und zwar, ich war jetzt gerade noch shoppen und habe einige Sachen gebraucht. Das werde ich vielleicht in einem Teil noch zusammennehmen, dann kann ich die Sachen nicht aufbrauchen. Aber egal, dieses Video ist zu Ende und über ein Däumchen nach oben würde ich mich freuen. Meinen Kanal könnt ihr hier unten kostenlos abonnieren und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, ich habe euch lieb. Ciao.